Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stelle ich euch das Top 3 Kamera-Equipment für unter 50 Euro vor und vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Das erste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist ein ziemlich günstiges Ansteckmikrofon von Rode, nämlich das Rode SmartLav. Dies ist ein Mikrofon, was ans Handy, gegebenenfalls aber auch an die Kamera, sofern diese einen Mikrofonanschluss hat, angeschlossen wird. Das Ganze kommt in so einem ziemlich hochwertig verarbeiteten Tragebeutel, das hat mir sehr gut gefallen. Und die Audioqualität, da lässt sich sagen, dass die relativ gut ist, auch ziemlich rauscharm. Und die App, mit der man das Ganze dann mit dem Handy verbindet, ist ziemlich altwirkend. Ich erwarte da jetzt auch irgendwie kein Update, weil es funktioniert ja eigentlich alles und da muss jetzt nicht so viel gemacht werden. Das Datensharing erfolgt dann via E-Mail, FTP oder Internet-Datensharing, also mit IP-Adresse. Und von der App gibt es auch noch eine Pro-Version, da werden dann noch ein paar Funktionen freigeschaltet. Ich kann das Ganze auf jeden Fall sehr empfehlen, auch für Kameras mit einem direkten Mikroanschluss. Dann muss man im Nachhinein nicht synchronisieren. Das nächste Produkt ist eine Videoleuchte von der Firma Neewer für eure Kamera. Mitgeliefert werden drei verschiedene Art Karten, zwei für eher wärmeres und eine für eher weißeres Licht. Das Ganze wird dann mit 6 AA Batterien oder Akkus betrieben und man kann auch den Akkustand an einer Statusanzeige auf der Rückseite ablesen. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass diese Videoleuchte extrem hell werden kann, was natürlich in dunklen Situationen sehr viel bringt. Der Helligkeitsregler ist gleichzeitig auch der An- und Ausschalter, man kann die Helligkeit also frei regulieren. Ein Kugelkopf wird auch mitgeliefert, der ist zwar wirklich nicht so gut verarbeitet, aber der tut seinen Job. Die Videoleuchte kann man entweder am Blitzschuh oder am Stativ anschließen, das ist dann je nach Situation unterschiedlich, was man dann da braucht. Übrigens, die Videoleuchte ist momentan bei Amazon nicht verfügbar, aber ich denke, sie wird bald wieder auf Lager sein. Das war, als ich sie gekauft habe, bei mir auch so. Ja, aber insgesamt kann ich das Ganze sehr empfehlen. Das dritte und letzte Produkt ist der Amazon Basic DSLR Kamerarucksack und viele von euch dürften den schon kennen, denn sehr viele YouTuber haben den bereits in ihren Videos vorgestellt. Vorne ist dann einmal so ein Fach für Kleinkram, da kann man SD-Karten, Akkus oder Ladekabel reintun. Dann kommt das Spannendste und zwar das Hauptfach mit so anpassbaren Klettteilen, da kann dann zum Beispiel das Vlogging-Setup individuell reinpassen oder wenn man viele Objektive hat, dann können die da auch ganz individuell in den einzelnen Abteilungen reingesteckt werden. Hinten ist dann ein Fach für Notebooks, da passen dann auch relativ große Notebooks rein, 15 oder 17 Zoll. Aber das Praktischste ist ein Stativhalter an der Seite, da ist dann so ein Verschluss und dann kann man da sein Stativ dran machen. Das heißt, man kann den Rucksack wirklich für sein komplettes Equipment nehmen und auch etwas größere Stative passen dann an der Seite ran. Die Qualität ist eigentlich auch echt gut, ich muss mal gucken, wie das dann ist auf mehreren Reisen, aber bisher hatte ich noch keine Probleme mit dem Rucksack und ich kann das Ganze sehr empfehlen, vor allen Dingen für den Preis. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like oder Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.